Ich möchte diese Chance nutzen, um einen kleinen Rahmen zu geben, zu erzählen, warum wir hier sitzen, was hier entstanden ist in den letzten Monaten und ein bisschen Background liefern zu diesem Projekt, bevor unsere Ehrengäste Robert Vetter und Anja Sigismund die Bühne ergreifen dürfen. Künstlerische Tatsachen ist die zweite Ausgabe unserer Arts and Science Residency hier im Trafo. Über die letzten 3 Monate haben 5 Künstlerinnen in der ersten Reihe, hier vorne sitzen sie, im Trafo gearbeitet und mit ihren PartnerInnen in der Wissenschaft zusammen geforscht und gemeinsam künstlerische Tatsachen entwickelt, die im Nachbargebäude im Trafo-Magazin zu sehen sind. Und ihr werdet später noch Zeit haben, die Ausstellung zu sehen. Dieser Teil hier wird ungefähr 1 Stunde dauern. Und dann gibt es später noch ein kleines Buffet, was wir angeboten haben. Ich möchte auch noch kurz darauf hinweisen, dass wir heute Fotos schießen. Wenn jemand kein Foto von sich gemacht haben möchte, dann bitte sprecht uns an. Wir gehen sicher, dass die Person nicht auf den Aufnahmen zu sehen ist. Es gibt ein Awareness-Team, die Aushänge sind dort zu sehen. Gut, genug der Vorrede. Vielleicht noch kurz zum Prozess, wie eigentlich Kunst zur Wissenschaft gekommen ist. Das lief bei uns so ab, dass wir ein Rahmenthema vorgegeben haben. Das war in diesem Jahr Tension. Und wir haben Wissenschaftlerinnen gefragt, was in ihren Instituten wird zurzeit zu Tension beforscht. Und wie könnte man da Künstlerinnen einbinden? Daraus sind dann kleine Interviews entstanden, die Teil unseres Open-Call-Prozesses waren, auf den sich über 80 Künstlerinnen beworben haben. Und dann haben wir nach einem mehrschrittigen Auswahlprozess diese 5, die hier heute da sind, ausgesucht und insbesondere in den ersten Wochen bei ihrem Austausch mit den WissenschaftlerInnen begleitet. Und dann gegen Ende eher produktionstechnische Aufgaben übernommen und ihnen dabei geholfen, ihre Ideen, die aus diesem Austausch entstanden sind, umzusetzen. Ja, und das alles ist natürlich, dieses Projekt ist groß und hat viele, viele Teilbereiche, die da ineinander greifen. Und das ist natürlich nur möglich aufgrund von Spenden, von Unterstützungen, die wir sowohl von den Instituten bekommen, aber insbesondere auch von der Carl Zeiss Stiftung dieses Jahr. Und deswegen ist es mir eine große, große Freude, Robert Vetter das erste Wort haben zu lassen, um vielleicht noch etwas über die Rolle, die die Zeiss Stiftung hier gespielt hat und vielleicht auch noch spielen möchte, mit uns zu teilen. Und damit übergebe ich an Robert.